Der Dialog der Kulturen, auch als Kulturdialog abgekürzt, ist Ziel und Programm der deutschen Außenpolitik und ihrer Mittlerorganisationen. Als solches steht er im Zentrum der AKBP, der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik. Er steht auch im Koalitionsvertrag. Seit kurzem steht er aber unter Kritik. Tatsächlich bedeutet Kulturdialog einen Austausch von Erfahrungen, historischen und kulturellen Erfahrungen, in dessen Verlauf beide Seiten einander besser zu verstehen lernen und durch den Blick der anderen sich selber besser verstehen. Wenn Sie das unter Dialog verstehen, bedeutet es mehr als Diskurs. Was bewirkt ein in diesem Sinn geführter praktischer Dialog nun tatsächlich? Fragen Sie unseren Preisträger. Fragen Sie Osman Kavala. Osman Kavala schuf mit seiner Organisation nachhaltige gesellschaftliche Veränderungen im Denken, Handeln und Erinnern. Gegen sein Wirken und Schaffen ging die türkische Regierung schließlich im Oktober 2017 vor und nahm Osman Kavala am Flughafen in Istanbul fest. Seit 5 Jahren ist er ohne stichhaltige Beweise in Haft. Osman Kavalas Wirken steht für gesellschaftlichen Dialog und Verständigung und er steht für eine andere Türkei. Für seinen Mut und seinen unermüdlichen Einsatz ehren wir Osman Kavala mit dem diesjährigen IFA-Preis für den Dialog der Kulturen. Türkischstämmige Leuchttürme der Gesellschaft. Cem Özdemir, Şermin Langhoff, Deniz Yücel, Fatih Akin, Feridun Çaymoğlu oder die diesjährige Büchner-Preisträgerin Emin Sefgün Özdamar. Und natürlich die BioNTech-Gründer Özlem Türeci und Ugo Sahin. Was wären wir ohne ihre herausragenden Beiträge zu unserer Politik, Kunst und Wissenschaft? Und auf der anderen Seite des Bosporus, was wären unsere kulturellen Beziehungen zur Türkei, hätten wir nicht ebenso Freunde und Partner dort? Da denke ich zum Beispiel an den Literaturnobelpreisträger Orhan Pamuk, der erst unlängst in einem Interview in der Türkei die Inhaftierung des Mannes kritisiert hat, wegen dem wir heute zusammengekommen sind und dem das Institut für Auslandsbeziehungen seinen Preis für den Dialog der Kulturen verleiht. Niemand könnte also geeigneter sein, diesen Preis entgegenzunehmen als der, der ihn heute nicht entgegennehmen kann, der türkische Mäzen und Kulturförderer Osman Kavala. In diesem repressiven System sind die private Förderung von Kunst und Kultur mehr denn je gefragt als Nährboden für mündiges, kritisches, freies Denken. Die Freilassung Kavalas im Sinne der Rechtsprechung des EGMR könnte aber zumindest wieder einen Fuß in die Tür einer besseren und strategisch so wichtigen Partnerschaft setzen und die Pfeiler der beidseitig so elementaren Brückenfunktion der Türkei stärken. Mit den Autokraten, die auch in Europa immer mehr den Ton angeben möchten, können wir noch fertig werden, solange wir die Demokratie wollen. Herzlichen Dank. Der diesjährige IFA-Preis, this year's IFA Award for the Dialogue of Cultures, goes to Osman Kavala.
Zuerst möchte ich Osman Kavalas Wörter mit euch teilen. Wir leben in einer Welt, die gepeinigt ist von Krieg, Tyrannei und Diskriminierungen als Erbe der Vergangenheit. In unserer gegenwärtigen Weltordnung, oder besser Unordnung, stellen Menschen, die unter inakzeptablen Zuständen leben und arbeiten müssen, die Mehrheit der Weltbevölkerung. Ich bin davon überzeugt, dass die Kunst mehr als alles andere helfen kann, den Traum von einer Weltgemeinschaft durch einen wirklich universellen Humanismus wahr werden zu lassen. Zitat Ende. Osman Kavala dagegen glaubte und glaubt immer noch fest an die transformative Kraft von Kunst und Kultur. Seine Leidenschaft für Demokratie, Freiheit, Gerechtigkeit, Erinnerung, kulturelles Erbe und Vielfalt manifestiert er, indem er Räume schafft, wo Menschen sich begegnen können, um zu diskutieren, ohne Angst, ohne Tabus. Osman Kavala ist ein Ermöglicher. O dönem çocuklara psikolojik, psikososyal destek vermek isteyen kurum ve aktivistlere küçük fonlar vererek çocukların bu ihtiyacını karşıladı. Unter anderem leistete Anadolu Kültür Fonds, die psychosoziale Betreuung der Kinder ermöglichte. Aslında Osman Kavala ve kurucusu olduğu Anadolu Kültür Vakfı'yla da bizim doğrudan bağlantımız bu şekliyle başlamış oldu. Und so begann unsere Zusammenarbeit mit Osman Kavala und seiner Stiftung Anadolu Kültür. Az önce dedim ya, Osman Kavala aslında bize bir mesaj gönderdi diye. Ich sagte ja eben, dass Osman Kavala uns eine andere Botschaft vermittelt hat. Osman Kavala şunu söyledi aslında. Eigentlich hat Osman Kavala das gesagt. Kendinize gelin. Kommt zu euch, also erwachet. Nicht mal ich habe es aufgegeben. Herkese teşekkürler, sevgiler, selamlar. Vielen Dank. Und sperrt man mich ein in finsteren Kerker, das alles sind rein vergebliche Werke, denn meine Gedanken zerreißen die Schranken und Mauern entzwei, die Gedanken Wir haben heute zum ersten Mal den IFA-Preis in Abwesenheit vergeben. Das ist angesichts des Schicksals von Osman Kavala nicht nur traurig, nicht nur bestürzend. Es ist ein überaus besorgniserregender Ausdruck einer gefährlichen Entwicklung. Eine Entwicklung, die wir seit Jahren beobachten, nicht nur in der Türkei. Es ist in immer mehr Ländern der Welt gefährlich, sich für seine Überzeugung, für Versöhnung und Begegnung, für Kunst und Kultur, für Menschenrechte, für Freiheit, sich einzusetzen. Die jahrelang vertrauensvollen Beziehungen, die fragilen Netzwerke zu AkteurInnen in allen Teilen der Welt, die sich gerade ermächtigen, brauchen daher vielleicht mehr als je zuvor die Unterstützung Deutschlands, die Unterstützung Europas. Sie brauchen die Gewissheit, dass sie nicht alleine sind. Die Verleihung heute, sie ist persönlich. Sie ist eine Würdigung der Arbeit und des Einsatzes von Osman Kavala, vielleicht noch besser seiner Überzeugung, der Überzeugung, dass Kultur Freiheit ermöglicht und daher unterstützt werden muss. Vielen Dank.